bei uns ist es oft so, wenn ich ein Training organisiere und ich auch Zeit habe, abends zu trainieren, dann finde ich es, versuche ich immer ganz, oder finde es ganz wichtig auch, dass wir immer quasi einen Teil im Training haben, der heißt quasi Schule. Schule bedeutet bei uns Übungsform, wo es Spielern quasi erlaubt ist, Fehler zu machen. Das heißt, Schule ist eine Übungsform, wo es nicht über Punkte geht, sondern wo es mehr über Wiederholungen geht, die wir im Training machen. Das heißt, da werden auch Bälle zum Beispiel wiederholt, wenn Fehler gemacht werden, etc., etc. Oder Abläufe nicht gut gewesen sind, werden die Abläufe individualtaktisch, aber auch mannschaftstaktisch wiederholt. Dann gibt es den Part, der am Ende vom Training mehr steht, der heißt Competition. Finde ich ganz, ganz wichtig, dass das immer in jedem Training mit dabei ist. Competition bei uns bedeutet Wettkampf. Wettkampf bedeutet immer, wir machen eine Übung mit Punkten. So, das heißt, wenn wir um Punkte spielen, dann werden keine Bälle wiederholt, natürlich. Keine Punkte werden wiederholt. Und das finde ich aber auch ein ganz wichtiger Teil vom Training. Dass man immer versucht, diese Balance zu finden zwischen diesem Teil, wo man versucht, Dinge zu trainieren, zu entwickeln und dann aber auch den Teil dazu findet, wo die Spielerin es quasi unter Stresssituation abrufen müssen. Und das ist dann quasi der Teil Competition, Wettkampf.